Herzlich willkommen zu einem weiteren Kataklysm Beta Video von MMO Zone. Heute möchte ich euch die 5-Mann-Instanz Grimbatol im Schattenhochland vorstellen. Vorneweg, die Instanz ist für Level 84 bis 85. Da ich ja mittlerweile 85 bin und ich im letzten Video angekündigt habe, dass ich mir jetzt einfach mal die Kataklysm Dungeons anschaue, möchte ich das auch hier mal direkt tun. Wie gesagt, wir befinden uns in Grimbatol und es war eigentlich eher Zufall. Ich habe mich gestern Nacht nochmal eingeloggt. Es war um circa 23:30 haben wir die Gruppe gebaut und um 2:30 haben wir die Instanz komplett geklärt. Daran merkt ihr vielleicht, dass die Instanz nicht so ganz einfach ist. Ja, das sind jetzt hier die ersten Packs Trash, die man quasi jetzt noch easy wegmachen kann. Aber danach wird es schon richtig happig und also ohne CC irgendwie. Wir hatten drei Ads im CC gehabt, quasi gestunt in der Eisfalle oder in den Wurzeln. Und ja, ich meine, man benötigt bestimmt zwei, ohne die geht es nicht, weil die Mobs einfach noch zu krass sind. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Ansonsten hier sind noch, wie gesagt, die Easy-Mobs, relativ easy halt. Unser Tank war ein Todesritter. Wenn ihr mal links an den Bildschirm ranguckt, seht ihr meine Gruppe. Ich stehe ganz oben, danach kommt ein Hunter, dann unser Tank, der hatte 101k HP circa. Und dann unser Druide und eine französische Priesterin. Ansonsten war die Gruppe recht deutsch, haben auch nur via Chat kommuniziert, also kein TS oder so. Und ja, hier sieht man direkt das erste Pack, welches man skippen kann. Also das muss man nicht clearen, wir haben es auch geskippt. Ansonsten ist jetzt ganz interessant, diese Schneise, die jetzt sich quasi nach hinten durchbewegt, zu dem ersten Boss, hat man auf der Karte vorhin gesehen, sieht man vielleicht gleich nochmal, ist quasi ein Event, welches aber zurzeit noch, oder weiß ich nicht, ob das verbuggt ist oder durch uns verbuggt wurde. Ihr seht hinten 5 Drachen, die in so Netzen gefangen sind. Und wir müssen jetzt einfach hier die Trash-Gruppen töten und dann die Drachen befreien. Dann könnte man theoretisch auf so einen Drachen aufmounten und einmal durch diese Schneise entlangfliegen. Also an der Schneise entlangfliegen und die ganzen Mobs töten. An dieser Stelle ein kleiner Gruß an Apexia von Affenjungs, welcher das entdeckt hat und sogleich auch verbuggt hat. Ja, wie gesagt, wir haben dann jetzt hier 1,5 Stunden an dem Trash noch gebraucht, ehe wir dann beim Boss waren. Ihr seht, wir haben jetzt hier kein CC und deswegen sind wir jetzt hier auch das erste Mal gewiped. Also CC ist bei den Mobs unheimlich wichtig, gerade wenn man so als Randoms dabei ist, mit Randoms unterwegs ist und nicht im TS. Ansonsten sind wir jetzt beim ersten Boss, General Umbriss. Ihr merkt, ich habe den deutschen Client. Und ihr seht hier überall schon unsere Leichen liegen. Ich glaube, das war unser 5. Try auf den Boss. Der ist, ich sag mal, der schwierigste aus ganz Grimbatol. Oder vielleicht haben wir uns auch nur blöd angestellt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir fast 1,5 Stunden an dem Boss gewiped. Wobei man dazu sagen muss, eine Dreiviertelstunde ging allein für den Flug vom Friedhof in die Instanz zurück und drauf. Und ja, ansonsten der Boss hat, ich sag mal, 2 Fähigkeiten. Die erste seht ihr hier. Das sind so kleine Ads, 4 Stück gerade. Und der Boss hat dann die Fähigkeit, dass er jemanden anguckt und dann quasi, ja, so einen kleinen, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, keine Ahnung. Ihr seht ja hier den Chat-Dialog und er castet dann so einen Blitz auf den jeweilig betroffenen Spieler und läuft dann auch auf ihn zu, also muss dann der Tank, denke ich mal, wieder zurücktaunten. Und ja, der Boss hatte, meine ich, 1,6 Millionen HP oder 1,7, irgendwie sowas. Hier ist nochmal die Fähigkeit Blitz. Und ja, die Ads werden mit der Zeit, kommen auch immer mehr. Also was heißt immer mehr nicht? Wenn man 2 getötet hat, kommen einfach wieder 2 neue. Deswegen haben wir uns dann einfach so überlegt, wir ignorieren die Ads und konzentrieren uns einfach auf den Boss. Ansonsten seht ihr hier noch, er gerät in die Raserei, also ja, wird mehr Damage verursachen. Ihr seht, unser Tank ist bereits tot. Wir nuken jetzt hier noch die letzten, ich schätze mal, 5% einfach runter. Wie gesagt, der Boss ist wirklich nicht einfach. Er haut unheimlich viel Schaden raus. Aber wir haben ihn dann doch noch getötet. Wie gesagt, es war unser 5. Try. Und das soll jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Taktik-Guide sein oder so, sondern einfach nur mal ein kleiner Video-Einblick in die neue Cataclysm-Dungeon.
Ich denke mal, richtige Taktik-Guides werde ich dann noch machen, wenn man auch die ganzen Fähigkeiten hat. Beziehungsweise wenn ich die ganzen Fähigkeiten mal habe. Und ja, heißt es Retzen und Looten. Die Item-Levels betragen im Übrigen in dieser Instanz 333. Und ja, ihr seht jetzt gleich mal den Loot. Ich meine, das wäre irgendwas für unseren Hunter gewesen, irgendein Trinket, glaube ich. Ja, genau, für unseren Hunter. 252 AG. Und ja, ihr seht ja Gegenstandsstufe 333. Und ja, das war wie gesagt General Umbriss, der erste Boss. Er ist wirklich nicht einfach, also wenn ihr daran vibet, ist das nicht wirklich dramatisch. Wie gesagt, wir haben 5 Versuche gebraucht und das Reinlaufen ist echt nervig. Der zweite Boss befindet sich gar nicht so weit entfernt. Mittlerweile haben wir das mit dem CC auch ganz gut raus. Und ja, wir sind dann glaube ich nur noch einmal in der ganzen Instanz beim letzten Instanzboss gewiped. Und ich möchte jetzt hier euch einfach nur nochmal 2-3 Trash-Gruppen vor dem nächsten Boss zeigen. Das ist der Schmiedemeister Thronguss. Hört sich wieder super geil an, deutscher Client und so. Ja, hier ist nochmal ein Random Drop. Ein netter Umhang. Ja, war leider zu schnell, wo ist der? Und noch ein Zauberstab. Grüne Items mit Item Level 306. Jetzt möchte ich nochmal den Umhang zeigen. Wo war er denn? Hier, genau. Genau, hier etwas für unseren Tank. Ausweichwertung, Waffenkundewertung. Schön viel Stamina. Ja. Und da vorne seht ihr auch schon direkt den zweiten Boss. Ich habe ihn gerade im Target. Schmiedemeister Thronguss, wie gesagt. Zu den Fähigkeiten. Das war jetzt unser First Try und wir haben ihn auch direkt gekillt. Das heißt, das ist eigentlich mehr so ein größerer Trash-Mob. Level 87 hat er, glaube ich. Und ja, das Einzige, was er halt, wie gesagt, macht, ist dieser Einsturzeffekt, ähnlich wie man es von Ghoul kennt. Und er springt und nimmt Spieler, also er spießt Spieler auf. Dann kommt auch ein Haufen Damage, ihr seht das hier gerade. Und ich habe als Retri mittlerweile gebufft knapp 75k. Also auf Level 85 und ja, einfach die jeweiligen Spieler dann heilen, die aufgespießt wurden. Ihr seht, jetzt ist unser Druide aufgespießt. Ihr seht das schön droppen. Ich habe jetzt mal hier Lay on Hands geused auf unseren Druiden. Und ja, das waren so die Fähigkeiten. Wie gesagt, dieses Geröll, was vom Himmel fällt, da sollte man rausgehen. Und die Spieler, die aufgespießt werden, sollten geheilt werden. Ja, also eher ein einfacher Encounter im Gegensatz zu dem General eben. Quasi hier Tank und Spank und ein bisschen aufpassen. Der Healer müsste halt ein bisschen aufpassen. Was er jetzt macht, habe ich gerade gar keine Ahnung. Aber ihr seht, wir haben noch knapp 20%. Er ist auf jeden Fall irgendwie benommen, gestunt. Was das war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ja, ab 15 oder 20%, was wir gerade erreicht haben, bekommt er Dual Blades. Ihr seht das hier im Chat-Emote. Also er hat jetzt 2 Schwerter und macht dementsprechend mehr Schaden. Wobei, wenn ich mir das Gruppenframe so angucke, da droppt unser DK doch schon ganz gut. Oder unser Healer schläft gerade. Also er ist mehr als fast tot gewesen. Und ja, das war so der zweite Boss. Wie gesagt, Schmiedemeister Thronguss. Der hat jetzt gleich einen schönen Gürtel gedroppt. Wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr gleich mal Pause drücken, weil es recht schnell der Übergang war. Und ja, hier ist jetzt wie gesagt der Gürtel. Ansonsten nochmal hier zur Orientierung. Ihr seht, da war der erste Boss, der zweite Boss und jetzt befinden wir uns auf dem Weg zum dritten Boss und dann hintenrum zum vierten Boss. Und ja, wir sind jetzt beim dritten Boss. Den Trash zu dem Weg habe ich jetzt einfach mal geskippt, da es nichts Neues ist. Und ja, ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert und sage viel Spaß. Ich
was ich sage. Fang mich! Schatz sie ein, meine Diener! Ja, das war der Kampf gegen Draga Schattenbrenner. Ja, ihr seht hier ein schöner Caster-Umhang. Wobei, so schön weiß ich nicht, aber ein Caster-Umhang. Und ja, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum letzten Boss, welcher da ist, Erudax. Und da hinten seht ihr ihn schon in der Ferne. Ja, der Kampf gegen Erudax ist eigentlich recht einfach, wenn man weiß, wie es geht. Wir sind, wie gesagt, einmal hier noch gewiped, also bis zum ersten Boss. Der erste Boss ist wirklich der schwerste. Ansonsten, hier ist es eigentlich nur Tank and Spank. Und sobald er anfängt zu casten, müssen einfach alle Leute in die Mitte laufen, da dort ein gewisser Bereich geschützt ist. Ihr seht ja gleich, was ich meine. Und ja, ansonsten genau hier seht ihr jetzt, Erudax beginnt zu cast Shadow Gale. Und hier in der Mitte ist halt so ein Strudel und da ist man von diesem Shadow Gale sicher. Ihr seht, der Cast dauert, ich schätze mal 10 Sekunden sind das. Und in der Zeit hat man Zeit, in diesen sicheren Bereich zu kommen. Wie gesagt, im ersten Try haben wir das nicht geschafft, da wir einfach nicht wussten, was der kann. Und ja, das war eigentlich so der Kampf gegen Erudax. Eigentlich eher enttäuschend. Wobei, was heißt enttäuschend? Nicht, aber er macht auf jeden Fall Spaß. Ansonsten, ja, war es das so von meinem ersten Dungeon-Einblick in Grimbatoll. Wie gesagt, die Instanz befindet sich im Schattenhochland, ist für Spieler zwischen, ich sag mal, ab Level 84. Niedrigstufige Spieler solltet ihr nicht mitnehmen, da es einfach zu schwer ist. Aber ja, wir hatten drei Level 85 und zwei Level 84 dabei. Bleibt mir jetzt abschließend eigentlich nur noch zu sagen, danke an die vier Mitspieler. Und ja, wie gesagt, wir haben von 11:30 haben wir die Gruppe aufgebaut und wir waren so circa 14:45, 14:30 in der Nacht fertig. Ihr seht, es ist nicht ganz einfach gewesen. Gerade der erste Boss ist in meinen Augen der schwierigste Encounter aus Grimbatoll. Und ja, ich sage einfach danke fürs Anschauen und im Laufe der Woche werde ich, oder spätestens zum Wochenende, werde ich dann die nächsten Dungeon Preview Videos veröffentlichen. Wie gesagt, das sollen hier keine Guides sein, sondern einfach nur kleine Einblicke in die Instanz bzw. in die Dungeon und zu den jeweiligen Bossen. Und ja, Dankeschön fürs Anschauen und ich sage einfach bis demnächst.